US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg die weitere Unterstützung der westlichen Welt zugesichert. Zum Auftakt eines Treffens der sogenannten Rammstein-Gruppe auf dem gleichnamigen US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz sagte Austin am Dienstag: Die USA werden die Ukraine nicht scheitern lassen. Diese Koalition wird die Ukraine nicht scheitern lassen. Und die freie Welt wird die Ukraine nicht scheitern lassen. Es müsse alles dafür getan werden, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinen imperialen Plänen nicht erfolgreich sei. Machen wir uns nichts vor. Putin wird nicht bei der Ukraine Halt machen. Aber wie Präsident Biden gesagt hat, kann die Ukraine Putin aufhalten, wenn wir ihr zur Seite stehen und ihr die Waffen liefern, die sie braucht, um sich zu verteidigen. Die ukrainischen Streitkräfte klagen schon länger über einen massiven Munitionsmangel. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigte am Dienstag in Rammstein ein weiteres deutsches Hilfspaket mit einem Volumen von knapp 500 Millionen Euro an. Dazu gehören 10.000 Schuss Munition aus den Beständen unserer Streitkräfte. Die Auslieferung wird kurzfristig beginnen, also eigentlich sofort. Wir übernehmen außerdem die Kosten für 180.000 Schuss Munition aus der tschechischen Initiative. Die Auslieferung erfolgt schrittweise in Etappen und wird im Sommer beginnen. Zusätzlich haben wir als Deutschland noch einmal 100.000 Schuss 155 mm Munition national unter Vertrag genommen. Auch hier soll die Auslieferung an die Ukraine noch in diesem Jahr beginnen. Auf die Frage, ob Deutschland notfalls auch deutsche Bodentruppen schicken würde, antwortete Pistorius: Bundeskanzler Scholz habe klargemacht, dass kein Stiefel ukrainischen Boden betreten werde. Dem gebe es derzeit nichts hinzuzufügen. No boots on the ground in Ukraine, and there's nothing to add at this time.